Hallo YouTube, heute machen wir einen kurzen Tool-Check vom Vera Tool-Check. So, ich möchte euch das Teil kurz näher bringen, kleines Unboxing und ja, so ein kurz Review, mal schauen, was alles drin ist. Das kommt so, wenn ihr es bestellt, sehr kompakt, sehr klein, war ja auch das Ziel der Übung. Packen es mal aus, es ist ein Leaflet dabei, ein kleines. Schauen wir mal, was hier drauf steht. Okay, also da sind eben die Funktionen erklärt. Das erklärt, was alles dabei ist. Brauchen wir nicht. Schauen wir uns doch das Vera Toolcheck Plus einmal an. Es gibt einmal das Toolcheck Plus und einmal das normale Toolcheck. Beim normalen Toolcheck fehlt eben ein bisschen was. Hier beim Toolcheck Plus ist sogar noch der kleine Griff dabei. Schaut es euch im Internet mal an. Ich habe mich für das Toolcheck Plus entschieden, einfach weil ich nicht immer jedes Mal irgendwo hier hinlaufen wollte und für alles immer einen separaten Schraubenzieher rausholen und einfach gedacht habe, man kann hier bestimmt ums Haus rum 90% aller Tätigkeiten erledigen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also hier ist der kleine Schraubendreher-Schraubenziehergriff drin. Der hat hier eine Bitaufnahme natürlich. Hier ist die Ratsche drin. Das wirkt qualitativ wahnsinnig hochwertig. Klar, wie man es von Vera gewöhnt ist, ist es richtig schwer für die Größe. Sehr fein gerastet, sehr fein gezahnt. Hier haben wir einen Bithalter für die Bohrmaschine oder für die Ratsche. Oder eben auch für diesen kleinen Schraubendrehergriff. Also ihr müsst natürlich sehen, der Schraubendrehergriff ist, weil das ja so mehr oder weniger auf die Hosentasche gedacht ist, sehr klein. Kleiner dürfte er nicht sein, aber das ist ja auch ein kompaktes Kit, was wir da gekauft haben. Ne? So, jetzt klappt ihr diesen Schalter mit dem Vera-Logo nach oben und dann klappen hier die Bits aus. Hier haben wir einmal einen Viertelzoll Adapter für die Nüsse unten. Jetzt gucken wir uns mal die Bits an. Also hier sind Einsätze verschiedener Größe für Innensechskantschrauben. Hier hat es Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozzi-Drive, Torx und Torx mit Mittellochbohrung. Ja, und das ist auch noch Innensechskant eben sehr groß. Hier unten haben wir Nüsse drin von 5,5 mm bis 13 mm. So. Das sitzt schon mal sehr gut. Die sind farblich gekennzeichnet. Ja, klasse. Also wirklich gut. Macht einen wahnsinnig hochwertigen Eindruck. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht groß im Einsatz gehabt. Das ist mehr oder weniger ganz neu. Aber es macht wirklich einen super Eindruck, alles sehr hochwertig verarbeitet, klickt zusammen und meiner Ansicht nach, wie gesagt, habt ihr hier für die Sachen ums Haus rum, wenn ihr jetzt nicht gerade große Sachen am Auto macht oder irgendwas neu anbaut, ihr habt für alles hier das richtige Bit, man kann es in der Hosentasche tragen, naja, ihr habt einen Gürtelclip, man kann es also hier an den Gürtel machen, klasse, wirklich super, ich kann es empfehlen. Ich mache den Link unten ins Video rein. Schaut es euch mal an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.